Hallo zu Gartenteich und Koi plus Bonsai und heute starten wir mal mit einer Detailansicht. Was ihr hier seht, ist ein Pinus mugor. Ja, den kennt jeder von euch. Was mir an den Bäumchen so gefallen hat, sind diese extrem kleinen Nadeln und diese wirklich extrem dichte Verastung. Und entgegen dem, was ich sonst so mache, habe ich hier was anderes vor. Aber das erkläre ich euch gleich. Da steht sie, die Kiefer, und wartet auf das, was ich mit ihr vorhabe. Ja, aber was habe ich mit ihr vor? Ja, ich werde einen anderen Weg einschlagen. Ich werde mal mehr oder weniger von hinten nach vorne arbeiten. Denn ich muss ein bisschen ausholen. Der Baum steht jetzt seit 5-6 Wochen bei mir im Garten. Und ich gieße jeden Tag. Ich laufe jeden Tag an ihr vorbei. Und seit 5-6 Wochen fängt mein Kopf an zu brodeln und zu kochen, wenn ich mir sie aus der Nähe anschaue. Und ich bin jetzt einfach mega ungeduldig. Ich will an den Baum ran. Ich will hier was tun. Und deswegen werde ich sie nicht umtopfen, sondern ich werde mit der Gestaltung als erstes anfangen. Ja, wie ihr seht, habe ich schon so den Topf 4-5 cm abgenommen und hier auch abgetragen, damit ich einen kleinen, einen wenig besseren Eindruck vom Stamm bekomme. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich die Kiefer in diese Richtung gestalten werde. Das wird so meine Position, soll meine zukünftige Position werden. Ich werde sie auch wahrscheinlich nach den Maßnahmen, die mich sicherlich die sicherlich eine Weile dauern werden, in ein größeres Behältnis umpflanzen, aber so, dass sie kompakt bleibt und nur außen angelockert und dann rein in den größeren Topf. Ja, die erste Entscheidung, die ich gefällt habe, die heißt, wo sehe ich eine Vorderseite? Und jetzt ist der Baum riesig und deswegen hole ich euch einfach mal näher dran und erkläre euch das. Was meint ihr denn so? Wo sollte ich die Vorderseite setzen? Ihr könnt jetzt noch 5 Sekunden euch Gedanken machen und ich sage euch dann, wo ich es tue. Ich mache es genau so. Ja, ich habe hier meiner Meinung nach den schönsten Blick auf den Stamm. Dieser Ast hier vorne, der kommt definitiv weg, komplett, damit ich einen schönen Blick in den Baum habe. Die zweite Option wäre natürlich diese Seite gewesen, aber wie ihr seht, geht er hier in drei Äste mehr oder weniger auf und hier kommt der Ast oder der Stamm nach außen. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen im Video und das wirkt mir zu wulstig und deswegen werde ich hier die Vorderseite setzen und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Ich lasse mir noch so ein klein wenig die Option. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich einen ganz bösen, ein ganz böses Erwachen geben. So, das hier lasse ich mir stehen. Ich will mir die Option lassen, eventuell ein Totholzelement einzubauen, weil der Stumpf, der ist schnell weg. Ja, jetzt haben wir doch schon mal einen deutlich besseren Blick in den Baum und dafür hole ich euch gleich wieder weiter weg. Ja. So, den Schnitt haben wir gemacht. Der ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Genauso werde ich hier mich trennen. Oben haben wir noch ein Ästchen. Das war eh tot. Und ich werde mich hier trennen. Da ist auch nicht mehr viel dran. Jetzt beginne ich, und das mache ich natürlich im Zeitraffer, weil das wird mich beschäftigen. Jetzt werde ich beginnen, Ast für Ast zu drahten. Von unten nach oben. Und dann werde ich Entscheidungen treffen, was geht, was kommt, was bleibt. Kommen tut eigentlich nichts. Was geht, was bleibt, ist eigentlich die richtige Formulierung. Ich habe so einen ganz groben Plan. Den will ich jetzt aber gar nicht breit treten, weil der kann sich sekündlich oder minütlich ändern. Also, ich fange jetzt mal an. Mein erster Ast wird der hier, mit dem ich beginne, von unten nach oben. Ja, also ich werde ihn unten anfangen, oben weitermachen. Erst dann fällt die Entscheidung,
brauche ich das Ganze hier. Von hier nach da. Und ihr seid dabei. Inzwischen wächst das Unkraut hier drin im Topf und das zeigt, dass seit der letzten Bearbeitung dann doch ein bisschen was an Zeit vergangen ist. Ja, ich habe gestern so ein paar Videos, weil das Wetter gerade echt extrem schlecht ist, so ein paar Videos schon mal vorab immer wieder zusammengeschnitten und auch das zu dieser Kiefer. Und mit Entsetzen fiel mir auf, dass das schon wieder über einen Monat her ist, dass ich hier das letzte Mal Hand angelegt habe. Hatte mehrere Gründe. Zum einen, ihr seht hier überall so kleine weiße Flecken, nachher wahrscheinlich besser, wenn wir in die Nahaufnahme gehen. Der Baum ist nicht krank, keine Sorge. Nee, wir haben unser Haus renoviert, also Gespräch von außen gestrichen und da gab es dann den einen oder anderen Spritzer. Und das Allerschlimmste ist, ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Titel gemeint habe. So von hinten nach vorne. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass hier eine Menge Arbeit auf mich wartet. Ich werde den Weg weitergehen, dass ich zunächst mal drahten werde oder Draht an den Baum bringen werde. Aber ich werde auch Äste, die mir komplett sinnlos erscheinen, natürlich weiterhin wegschneiden. Und es kann auch sein, nach 4-5 Wochen, dass ich jetzt einen ganz anderen Gedanken zu dem Baum habe. Aber ich lasse mich leiten von dem, was da ist. Im Moment ist das alles so wie in meinem Kopf, nämlich kreuz und quer und durcheinander. Und ich versuche jetzt hier und hier ein klein wenig Struktur reinzubringen. Und das wird eine mit Sicherheit längere Session. Und ich schaue einfach, dass ich es für euch am Ende so zusammenschneide, dass es das Master der Langeweile gerade noch nicht überschreitet. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege und das mit dem Schneiden und das Chaos hier in meinem Kopf. Ich bin gespannt. Thank you.
Mann, du. Sitze ich an dem Baum hier wirklich schon bestimmt anderthalb Stunden und ich sehe vor lauter Nadeln und Ästen keine Kiefer mehr. Deswegen habe ich mir eine Pause gegönnt. Und während der Pause habe ich mir den Baum auch mal wirklich sehr lange selbst vor dem schwarzen Hintergrund angeschaut. Drei Schritte vor, drei Schritte zurück. Dann fiel mir auf, er hat doch jetzt so eine gewisse Tendenz hier zu mir. So wie wenn jetzt hier ein laues, na, eher ein stärkeres Lüftchen blasen würde. Dann dachte ich mir, komm hier, probier's mal aus, setz ihn mal ein klein wenig steiler. Nämlich so in diese Richtung. Vielleicht sogar noch mutiger und noch etwas mehr. Und dann ist doch dieser, geht doch diese Tendenz hier weiter. Dann kam mir wie eine Erleuchtung Wind gepeitscht. Mach die Kiefer Wind gepeitscht. Ich hatte mal einen windgepeitschten Baum, der hat mir richtig gut gefallen, nur, ja, da war es wie immer. Umgetopft, gedrahtet, Totholz, alles auf einmal und klar, ja, inzwischen ist der irgendwo Kompost. Das soll mir natürlich nicht passieren, aber ich werde mich an der windgepeitschten Gestaltung versuchen. Hier unten, das passt schon, finde ich, richtig gut ins Konzept. Und was reizt mich daran? Nee, was mache ich erstmal? Windgepeitscht heißt für mich, ich gehe hier auch von dem bisher vorgesehenen Hauptstamm noch mit 3-4 Ästen in diese Richtung. Das hier unten gestalte ich natürlich auch noch in diese Richtung, so wie es Sinn macht. Aber eigentlich ab dieser Hälfte hier wird dieser Baum hier Totholz. Und das ist ein ganz besonderer Reiz, weil ich hier dann echt mal mit Totholz auch arbeiten kann. Das ist ein Finger, so dick wie ein kleiner Finger, vielleicht sogar so dick wie ein Daumen. Und man kann echt mal was mit Totholz machen. Und ich finde Totholz ein mega geiles Feature. Und allein der Gedanke hier drin, der reizt mich jetzt so. Es kann natürlich sein, ich verhunze die Kiefer komplett. Aber verhunzen kannst du ja eigentlich keinen Baum. Du musst ihm dann einfach nur wieder ein paar Jährchen Zeit geben, sich zu erholen oder sich weiterzuentwickeln und dann schauen, was es an Optionen gibt. Aber nein, ich ziehe das jetzt durch und werde dazu mal was machen, was ich noch nie gemacht habe in meinen Videos. Ich werde die Position ändern, also wenn jetzt an was Revolutionäres gedacht hat, bitte nicht enttäuscht sein. Ich werde die Position ändern und ich werde mich jetzt einfach mal, weil jetzt gerade habe ich den Mut und jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und jetzt wird auch nicht noch 10 Minuten drüber nachgedacht. Nee, jetzt setze ich mich darüber und dann fange ich an, hier mal gnadenlos auszudünnen. Ein bisschen wackelige Knie habe ich schon, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich ziehe das jetzt durch. Position geändert und noch immer strotzend vor Selbstvertrauen greife ich jetzt an und fange mal ganz bescheiden an, hier mit einem kleinen, ohnehin abgestorbenen Ästchen, bevor ich jetzt in die Vollen gehe. So. Ich lasse bewusst relativ viel von den Ästen noch stehen, weil ich schauen möchte, wie ich das Totholz gestalten kann, gestalten möchte. Oh Gott, was tue ich? Sieht's von euch so schlimm aus wie von mir? So, hier könnten wir, kann ich mir noch überlegen, kann ich mir noch vorstellen, noch ein Stückchen rüber zu nehmen. Und weg, und weg. Und weg. Oh. So. Das grausame Spiel geht weiter. Also der hier ist auf jeden Fall eine Option. Der hier könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht sogar der hier noch.
Hier hinten? Nee, nehmen wir weg. Weg. Den hier, den lasse ich mal noch stehen, der könnte noch rüberrutschen. Gleiches gilt für den hier. Ja, aber der hier kommt weg. Ich lege mal den Weg frei. Der hier ist mir eh schon viel zu lang ausgewachsen, also kommt er weg. Den hier hatte ich vorhin ganz am Anfang schon rausgenommen. Den hier, den lassen wir mal stehen. Aber der hier, der wird keine Rolle mehr spielen. Der kommt auch weg. Gleiches gilt für hier. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Wer bietet mir? Da haben wir schöne Verzweigung. Den kann ich mir gut vorstellen, hier rüber zu ziehen. Also kommt der hier weg. Der hier weg. Und der hier weg. Da unten, der ist eh mehr oder weniger tot, kommt auch weg. Uiuiuiui. Was tue ich hier? Dann, wenn wir schon beim großen Schneiden sind, ich hoffe, ich habe es auf dem Bild, hier viel zu lang, nicht schön. Geht weg. Geht weg. Und geht ebenfalls weg. Und jetzt, ganz ehrlich, muss ich mir das Drama echt mal aus eurer Position anschauen. Zurück hole ich sie nicht mehr, die Liste. Aber ganz ehrlich, ich finde den Ansatz eigentlich cool. Und jetzt gilt es einfach darum, oder jetzt geht es darum, diese Äste, die wenigen Äste, die ich noch behalten habe, zu tragen. Das werde ich jetzt tun. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich euch natürlich wieder mit auf die Reise, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich ein ziemlich langes Video wird, aber war ja auch ein großer Baum und ein großer Plan. Und jetzt ist ein ganz anderer großer Plan, nehme ich euch mit. Also ich werde jetzt mal die Äste hier tragen, schauen, was ich noch brauche, schauen, was ich nicht brauche, eventuell gucken, ob ich hier noch mal ein Stück weit rüber gehe und rüberspann, und dann schauen wir uns das mal an, wenn ich die Arbeiten erledigt habe. Thank you.
Und so sieht sie aus, die Kiefer. Ganz schön gerupft, ich gebe es zu. Aber ich wollte jetzt einfach unbedingt mal so einen echt krassen Schritt auch mal ausprobieren. Kann natürlich sein, ich falle damit auf die Schnauze, aber ja, dann ist es so. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt, da ich ja, wie gesagt, an der Wurzel nichts machen möchte. Ja, was habe ich gemacht? So viel Draht an den Baum dran geklotzt, angelegt wie noch nie zuvor. Mit viel Harz an den Fingern bezahlt. Inzwischen sind sie wieder sauber. Übrigens, harzige Finger, alter Handballertrick mit Öl, mit so Babyöl oder auch Bodylotion. Einfach eincremen, dann waschen. Geht das Harz super gut weg. Ja, was machen wir jetzt? Ihr habt vorhin gesehen, ich habe zwei kleine Stellen Totholz schon gemacht. Und jetzt werde ich hier diese Partien weiter gestalten. Ich will werde noch nicht ganz nach unten gehen. Ich werde hier irgendwo in dem Bereich hier dann aufhören. Und auch hier nur natürlich Teile des Stamms oder Teile der Äste machen. Und dann werden wir mal schauen, was ich mit diesen hinteren Partien noch brauche. Ich weiß noch nicht genau, ob die unbedingt zwingend für das Gesamterscheinungsbild des Baumes notwendig sind. Ich habe auch so die Vorderseite immer mal wieder um ein paar Zentimeter versetzt, die vermeintliche Vorderseite. Und mache jetzt erstmal Totholz, wobei eine Entscheidung hatte ich vorhin schon mal getroffen, die will ich jetzt auch gerne zurücknehmen. Dieses Ding hier in der Mitte, ich finde, der steht einfach nur dumm krumm im Weg. Und deswegen mache ich den jetzt hier mal weg. Achtung! Der Jumping Ast. Ast auf Englisch. Ich gucke mir so viele Bonsai-Videos auf Englisch an. Was heißt Ast? Trunk heißt Stamm. Ast heißt. Mir fällt es gerade nicht ein. Gut. Machen wir Totholz. Übrigens mit Handschuhen, weil nochmal so viel Harz, ich habe echt keinen Bock drauf. Dann schauen wir mal. Thank you.
ich weiß ganz genau, was ihr gerade denkt. Jetzt hat der Typ das Ding auch noch umgetopft. Hat er. Ich hatte es angekündigt, ich wollte die Kiefer in ein neues Behältnis holen, aber ich kann euch beruhigen, ich habe hier maximal 10-15% von der Wurzel entfernt. Der Baum, der Wurzelkern steht immer noch komplett im bisherigen Substrat. Ich habe unten eine schöne Drainage reingesetzt. Ich habe den Baum rundum mit Sphagnummoos, mit einem Ring aus Sphagnummoos eingepackt und oben nur eine Schicht von meinem Substrat als Abdeckung. Und ich habe ihn sogar nicht so getopft, wie ich eigentlich wollte, weil das ging mit dem Wurzelballen in dem Behältnis hier noch nicht. Denn eigentlich sehe ich die Zukunft des Baumes eher so. Ich weiß, der ist jetzt wahrscheinlich im Laufe des Videos einmal so, einmal so, einmal so, einmal so gestanden, aber Pläne ändern sich. Ja, was fällt mir ein zu dem Baum? Ich habe noch nie so viel Draht verarbeitet, ich habe noch nie so viel Grünmasse weggeschnitten und ich habe auch noch nie an einem Baum so viel Totholz dran gemacht. Also das ist ein echter Premierenbaum oder Rekordbaum. Ich hoffe, die Kiefer verzeiht es mir, aber die Kiefer war willig, ich hatte Zeit und dann ist es so halt geschehen. Auf jeden Fall zeige ich euch den Baum jetzt nochmal in seiner Gesamtheit. Hier haben wir die Voreinsicht, dann drehen wir ihn mal kurz. Und dann werdet ihr auch relativ schnell merken, dass da noch eine gewisse Ungereimtheit im Baum ist. Ich zeige sie euch, da kommt sie ins Bild. Die Rückseite ist viel zu bauchig, viel zu austragend. Es fällt von vorne nicht ganz so auf, weil sie ja vermeintlich Tiefe gibt. Aber mir gefällt es nicht ganz so. Doch, warum ich mich von diesen Ästen noch nicht getrennt habe, das hat einen einfachen Grund. Das ist meine Ersatzbank. Das sind sozusagen meine Reserveäste. Und wenn hier drinnen irgendwas schief geht, dann kann ich die nach vorne ins Zentrum holen. Sozusagen in die Sturmspitze. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss und dass diese Äste, wie jetzt zum Beispiel der hier, hier, eventuell sogar der hier, sich irgendwann mal von der Kiefer trennen werden. Ja, das Erscheinungsbild, ich habe hier versucht, Etagen zu bilden, die sind noch nicht der Weisheit letzter Sinn. Auch hier wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einen Prozess geben, wo ich immer wieder mal ein klein wenig dran rumspiele mit den Ästen. Aber ich hoffe jetzt vor allem, dass die Kiefer die letzten Tage übersteht. Also nicht die letzten Tage, dass sie nicht nur die nächsten Tage, sondern die Tortur der letzten Tage übersteht. Und ich stelle sie jetzt auch gleich online. Gleich heißt übermorgen, das ist dann Donnerstag, der 11. Juni 2020. Donnerstag deswegen, weil Feiertag und weil das so ein langes Video ist, habe ich mir gedacht, ich stelle schon Donnerstag online und habt ihr den Brückentag, um es anzugucken und das Wochenende danach natürlich auch noch. Wetter ist eh schlecht. Ja. Und ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Egal, ob das den Bach runtergeht oder ob es eine echte Erfolgsstory wird. Und wenn ich mich nicht melde, dann fragt nach zu dem Baum bitte. Denn auch Misserfolg gehört zu Bonsai. Ich habe noch zwei, drei Geschichten auf dem Computer, wo nicht so liefen, wie ich mir das gewünscht habe oder wo ich andere Wege gehen musste, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und jetzt, nach, ich glaube, irgendwas über 5 Stunden Aufnahmezeit und jetzt über 30 Minuten Video, zunächst vielen, vielen Dank für eure Geduld. Hammer, wer das durchgehalten hat, Chapeau. Ich beende jetzt das Video hier bei Gartenteich und Koi plus Bonsai mit einem Bäumchen. Zunächst mit Plan, dann wieder ohne Plan, dann mit ganz anderem Plan, aber eigentlich nie so richtig planlos. Und jetzt denke ich mit einer interessanten Perspektive. Wenn ihr wollt, ihr wisst, freue ich mich drüber. Und ansonsten passt auf eure Bäume auf, esst eure Suppe aus, damit das Wetter wieder besser wird, Leute, im Juni. Und kommt gut durch den Frühsommer.
Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.